Olga Kott ist eine Hoffnungsträgerin in der Ukraine. Seit diesem Frühjahr arbeitet die Betriebswirtin bei der neuen Polizei in der Hauptstadt Kiew. Die neuen Uniformen, frisch geliefert aus den USA, für eine Polizei nach westlichem Vorbild, eine Revolution für das postsowjetische Land. Doch es gibt auch Widerstände. Natürlich kann ich nicht behaupten, dass alle so denken. Es gibt Leute, die überhaupt nichts ändern wollen. Sie wollen so weiterleben wie zuvor. Auf Olga Kotz Weg zur Nachtschicht wird schnell klar, was das bedeutet. Im Straßenbild der Hauptstadt Kiew erhalten die neuen Polizistinnen zwar viel Zuspruch, aber hinter den Kulissen sind die alten Kräfte noch immer stark. Wie am Personaleingang zur Polizeiakademie. Dort ist für uns erst einmal Schluss. Olga Kott und das Fernsehteam sind angemeldet, doch das übersteigt die Vorstellungskraft der alten Milizionäre. Es wird telefoniert, alles okay. Doch wir sollen lieber den neuen Eingang nebenan nehmen. Frisch renoviert, hell und bürgerfreundlich, hier nimmt die Polizei jetzt Strafanzeigen entgegen. 1,5 Jahre nach der proeuropäischen Maidan-Revolution ist die junge Truppe sichtbares Zeichen einer neuen Zeit in der Ukraine. 2000 Polizisten wurden eingestellt, ein Viertel davon sind Frauen. Wir wussten schon, dass uns viele Menschen unterstützen werden. Dass es aber ein so großer Erfolg wird, das hätte ich nicht gedacht. Die Gesellschaft unterstützt uns sehr. Außerhalb der Dienstzeit, noch vor der Nachtschicht, Fortbildung auf freiwilliger Basis. Der Hörsaal ist voll. Die Grundausbildung dauerte nur 3 Monate, jetzt wird weiter gelernt bei laufendem Betrieb. Der Mediziner Anatolij Wijewski opfert dafür seine Freizeit und unterrichtet kostenlos. Diese jungen Leute sind so anders. Sie kommen mir vor wie Dissidenten einer postsowjetischen Zeit. Sie treten den Menschen mit einer völlig anderen Haltung entgegen. Eine eingeschworene Truppe entsteht da, motiviert, psychologisch geschult, mit modernem Chorgeist ausgestattet. Und spätestens bei der Waffenausgabe wird klar, dass Olga Kott und ihre Kollegen etwas gemein haben, den Glauben an eine neue Ukraine. Ich denke, die Maidan-Revolution hat eine große Rolle gespielt. Wir haben viel Zeit auf dem Maidan verbracht. Ich kann da heute gar nicht mehr hingehen, weil mich sonst die vielen Erinnerungen überwältigen. Damals wollten wir das Land verändern. Und ich will damit jetzt weitermachen. 100 Menschen wurden bei den monatelangen Protesten auf dem Kiewer Maidan getötet. Demonstranten und die Sondereinheit der Polizei Berkut lieferten sich wochenlang Schlachten. Am Ende wurde scharf geschossen. Olga Kott will, dass das so nie wieder passiert. Fitnesscheck vor der Nachtschicht. Und dann geht's los. Immer mit Blaulicht durch die Stadt. Eine Vorgabe von oben. Die Bürger sollen sehen, dass ihre neue Polizei präsent ist. Die Signallampen ständig an. Vorerst. Und dann der erste Einsatz. Nachbarschaftsstreit. Eine sichtlich betrunkene Frau ist außer sich. Was tun? Olga Kott und ihr Kollege greifen zu den Handschellen als Drohkulisse. Langsam beruhigt sich die Frau. Ihre Nachbarin wollte keine Anzeige erstatten. Wir haben also keine Grundlage, sie festzunehmen. Im Übrigen hat der Mann der Frau versprochen, sie nach Hause zu bringen. Jetzt ist es erstmal wieder ruhig. Deeskalation im Kiewer Plattenbaumilieu. Da kommt schon die nächste Meldung. Ein herrenloses Luxusauto. Schaut euch das an, sagt Olga Kott. Abgelaufene Parkgenehmigungen aus der Zeit der gestürzten Herrscher vor der Maidan-Revolution. Mir ist schon klar, dass das Geld für so teure Autos aus korrupten Quellen kommt. Korruption ist weit verbreitet in unserem Land, das weiß jeder. Dagegen kämpfen wir jetzt an. Trotzdem
können die Polizisten nichts machen. Das Kennzeichen findet sich in keiner Datenbank. Die wird erst noch aufgebaut. Sie stehen immer noch am Anfang, Olga Kott und ihre Kollegen der neuen Polizei in der ukrainischen Hauptstadt.